Da sind wir wieder, liebe Leute, eine neue Runde Street Fighter, Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers. Und heute geht es weiter mit Ghoul oder Ghoul oder Geil oder Ghoule oder, ach, ihr wisst, wen ich meine, den Typen hier. So, hat der nicht ein geiles Special Move Guide mäßige... Ernsthaft? Ich versuche gerade zu scrollen, aber... Ach, das ist die Supercom... Ach, guck mal. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Supercombo. Scheiße, das wusste ich gar nicht. Macht das natürlich jetzt aber trotzdem. Wenn man jetzt so die Special Moves sieht, dann ist das wirklich schon, Oh, nee, ernsthaft? Das wird ein sehr interessanter Kampf. Okay. Oh, nee. Oh, komm. Okay, also, jetzt weiß ich jedenfalls, wie die Superkombos gehen. Ich hab's jetzt herausgefunden. In den ganzen Folgen. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch das Street Fighter hat und dann wirklich zuguckt, aber hätte es ja wirklich meiner sagen können. Hätte ich hier was hier als Trottel dagestanden. Weil ich ja eigentlich fast in jeder Folge gesagt habe, ich wüsste gern, wie jetzt diese Superkombo geht. Oh, und ich hasse Shang-Li. Oh, oh. Oh, scheiße. Ich hab's gesehen. Was mach ich? Ich mach natürlich die falsche Attacke. Ich wollte eigentlich blocken. Aber ich glaube, das Blocken hätte auch nichts über. Und in Grau sieht sie irgendwie scheiße aus. Sind wir mal ehrlich. Immer... Komm. Und weg mit dir. Das gibt's nicht. Ich hasse sie. Das gibt's nicht. Ich hasse sie. Und er hat so ein Scheiß. Ah, Movement. Geht ja gleich super los, die Folge, oder? Sonic Boom. Ich habe, glaube ich, einfach nur die falsche Farbe ausgewählt. Ich nehme das Original. Na komm. Du blöde Schnäpfe. Na komm. Ha. Okay. Nein. Oh, der hat nicht getroffen. Haha, schön.
Hui. Ich muss nochmal in das Movement reingucken. Das geht nicht. Move-Liste. Cool. Ja, die Super-Kombo lassen wir mal. Okay, Reverse-Spinning-Kick. In Gegnernähe. Nie-Bazooka. Warte mal. Leichter Schlag, leichter Tritt. Ah, okay. Hart, leicht. Na komm. Wir kommen mal zu dir, Gift. Nein. Ach komm. Ich bin echt so schlecht. Also es gibt ja echt Charaktere, mit denen ich schlecht bin, aber ich würde sagen, mit dem hier übertreffe ich alles. So. Das gibt's nicht. Oh. Ich komme am ersten Gegner nicht vorbei. Das muss man sich mal vorstellen. Aber wir wollen doch die Story wissen. Okay. So. Das gibt's doch nicht. Wie kann die so schnell reagieren? So. Danke. Na komm. Oh nein. Leckt mich doch am Arsch. Ich krieg sie nicht down. Ich komme mit Ghoul gar nicht klar. Es gibt's nicht. Danke. Nein. Nein. Ja. Ja. Gott, ey. Hab ich's endlich geschafft. Boah. Ist ein Witz, oder? Ist ein Witz. Puh. 10 Minuten fast alleine nur für Chang-Li. Ah ja, genau. So. Nach komm. Wieso kannst du denn dagegen attackieren? Wenn das jetzt die ganze Folge über so geht, dass ich immer zweimal verliere und einmal gewinne. Oh, ernsthaft?
So. Danke. Okay, ich glaube, bei ihm mit Füßen ist ein bisschen ungünstig. Ich glaube, ich muss bei ihm echt mit Schlägen kommen. Ja, ich... Ah, komm, Zeit sparen. Leck mich, du blödes Ding. So. So. Leck mich! Nein. Nein. Ich hasse ihn jetzt schon. Ich hasse ihn. Ich... Oh, ich... Grr. Kennt ihr so diesen inneren Hass? Innere Wut, die sich da so langsam aufbaut? Boah. Es ist die Farbe, ich sag's euch. Es ist die Farbe. Nämlich den Rosanen. Ja, genau. So. Ja, genau. So. Leck mich doch. So. Immer ein Nahkampf. Reicht's mir. Und ja, deine Frisur steht dir. Geil. Ghoul. Guile. So. Nein, das wollte ich... Na, Mann, ich wollte doch auch ihn greifen. So. Respekt, wie er das kleine Dickerchen hochheben kann, oder? Der hat Muckis, der Junge. Ich meine, der hebt Gewichte, die bei weitem sein eigenes Gewicht übersteigen. Und das Schlimme ist, es wird ja immer schlimmer mit den Gegnern. So. Ist ja nicht so, dass ich Ryu mag oder so, ne? Aber, es tut mir leid, Ryu, aber jetzt muss ich wirklich mal hier... Nein. Es war so klar. Ah. Round 2. Fight. Ah, ist klar. So. Tschüss. Warum? Ich war mitten in einer Bewegung und der kann mich einfach mal raushauen, oder was? Jetzt reicht's mir aber. Bah. Nee. Ich werde langsam hier richtig aggro. Komm. Gut, dann machen wir es halt so. Warum? Ah. Ja, genau. Da, da, guck, 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 guck. Bam, Baby. Mann. Oh. Merkt man so die leichte Aggression in meiner Stimme? Nein, ne? Na, na Quatsch, nein, gar nicht. Ich werde nicht aufgeben, ehe ich nicht meinen Freund gerecht habe. Das ist mir scheißegal, was mit deinem Freund ist. Ja, genau. Ja, mhm. Ja, schön, DJ. Hm.
Calm down, Trollplay, calm down. Ganz ruhig, ganz ruhig. Schön zurückhalten. So. Warum? Ich war doch geduckt. So, komm und finish him. Danke. Vielleicht ist das dann so der Augenblick, wo man vielleicht ab und zu mal so auf die klassische Grafik wechseln sollte, damit man sieht, wen man trifft oder so. Vielleicht, weil die Hitboxen genau identisch sind. So. Wieso machst du den Wurf, wenn ich ihn machen wollte? So. So, DJ, jetzt leg mal woanders Platten auf. Glaub's ja nicht. Nicht, dass die Folgen dadurch immer... Nein, die Folgen werden nicht länger. Das scheint nur so, ne? Also... So. So. Nein, das war doch ein Uppercut. Das war wieder ein Uppercut. Und der unterbricht meinen Uppercut. Glaub's ja nicht. Genau den da hat er unterbrochen. So. Mitten in your face. You win. Perfect. Echt ein Witz, ey. Warum du verloren hast? Du hast nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ah, das würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ach nein, Nahkämpfer gegen so einen Nahkämpfer. Oh, war ja. Oh, scheiße. Oh, jetzt wird's lustig. War so klar, dass er jetzt mit diesen ganzen Attacken kommt. Wir müssen ihn jetzt... So. Wow. Es ist wirklich... Also, mit ihm ist es jetzt hier, finde ich, bisher am spannendsten. Was das Ganze angeht, weil es einfach wirklich unterschiedlicher nicht sein könnte vom Teilset her, was die ganzen Techniken angeht. Ja, aber gut. So. Huh. Ich meine, es ist ein reiner, ich sag jetzt mal, Technikfanatiker. Kannst du jetzt nicht anders ausdrücken? Nee, anders geht's nicht. Huh. Oh nein. Es wird, sage ich doch, immer schlimmer. Ich weiß gar nicht, bei wem würde ich jetzt nicht oh nein sagen. Immer diese Wrestling-Typen. Oh ja, genau. Immer schön greifen. So. Ach, ja, ist klar. Ist klar, ach, warum? Warum frage ich überhaupt? So. Ach, komm. Guck mal, guckt euch das mal an, wie viel Energie das wegnimmt. Oder das hier. Der macht eine, der macht zwei große Attacken und dann hat sich das. Dann bin ich platt. Also, wortwörtlich, platt. Der wirft sich ja immer auf mich so als Wrestler, ne? Round three, fight.
So. So. Nein! Das. Immer aus der Luft gegriffen, mitten in der Combo. So. Bam. Ich kann auch Wrestling. Und jetzt. One, two, three. Bing, bing, bing. Ja, ausgezählt. So. Deine Bewegung, du schaue ich im Schlaf. Du kannst mir nicht mal ansatzweise das Wasser reichen. Ach, scheiße, Cammy. Ich wusste auch, irgendwen habe ich vergessen. Nein. Warum, Cammy? Ich will nicht mehr. Ja, weil sie nämlich genau das Gegenteil von mir ist. Nur in weiblich. Und schöner. Ja, leck mich doch, du blödes Weib. Ihr seht, was ich meine. Ja, genau, fang gleich mal so an. Ah! Yes! Ah. Ja, genau. Nicht mal mehr ansatzweise kann ich ihr das Wasser reichen. Ja, höchstens vielleicht von meinem Krankenbett aus. Kein schlechtes Warm-up. Wann geht der Kampf los? Ja, oh, boah. Die Antworten sind manchmal echt dann in dem Augenblick nochmal so richtig so... Alter, du blöde... Nee, Schmutz. Schmutz, 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 Schmutz. So. Ich durfte den Satz halt nicht sagen, ne? Darf man jetzt nicht vergessen, ne? Ich muss ja auch ein bisschen hier auf meine, Kritik hier auf YouTube achten. Und wenn ich jetzt so viele Schimpfwörter gesagt hätte, dann, wäre ich definitiv, hätte ich nicht nur einen Strike bekommen, ich glaube, dann wäre ich ein ganzer Kanal jetzt eben gerade... Jenseits von Gut und Böse gewesen. Alter, du Bl... Schmutz, 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 Schmutz. Schmutz, 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 Schmutz. Schmutz! Gibt es jemanden, der mit geil umgehen kann? So, das kann ich auch. Bitch, please. Oh nein, ich habe wieder ein böses Wort gesagt. Das gibt's doch nicht, du... Oh. Okay. Ganz ruhig. Ich hab noch gute Chancen. Ich hab gute Chancen. Puh, ha. Das gibt's nicht. Du bist doch so eine... So. Okay. Ja! Ich hab sie! Nein! Das war die falsche Attacke! Oh! Ich hatte eben gerade den falschen Knopf gedrückt. Ich wäre beinahe gestorben. Ich hätte... Das war minimal. Und ich mache einen kleinen Schlag. Einen kleinen. Ein Low-Hit. Okay, Boxer gegen Boxer. Ja, war klar. Na komm. Mach dich doch platt. So, und jetzt, ja, den richtigen. Danke. Alter, Leute. Hauptsache, die Haare sind gegelt. Gail. Ja, du blödes. Okay, und jetzt wieder Final. Jetzt hat er den Wurf mal nicht gemacht, ne? Egal. Gewonnen. Der Rest ist mir egal.
Werde nicht aufgeben, ehe ich meinen Freund gerecht habe. Und wer zum Teufel ist dein Freund? Wahrscheinlich ist er sogar schon gegen den angetreten oder so, keine Ahnung. Oh, jetzt kommt der auch noch. Schnullerbäckchen. Ja. Ah, komm, Schnullerbäckchen. Oh, danke. Da liegt da der Vegas. Vega. So. Und tschüss. Danke. Danke, lieber Street Fighter Gott. Danke, dass du mir jetzt diesen Sieg gegönnt hast. Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Ich dachte echt, der macht mich jetzt noch irgendwie auseinandernehmen. Tiger, 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 Tiger. Ich mag deinen Tiger nicht. So. So, tschüss. Okay. Größe sagt nichts über die Stärke aus. Je größer sie sind, desto härter werden sie fallen. So, aha. Ach, nö! Ein Uppercut wollte ich doch machen. Leck mich! Was? Wie hat der mich denn da erwischt? Ach komm, ernsthaft? Ja, lach du nur, du dreckiger Sagat. Mutz! Ja, First Attack. Ja! Genau. Mhm. Schmutz, 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 Schmutz. Solltet ihr euch auch mal angewöhnen, wenn man irgendwelche Schimpfwörter im Kopf hat, einfach Schmutz. Weil Baum. Total sinnlos, aber. Okay, Schmutz würde man sagen, es sind schmutzige Wörter, die man in den Mund nehmen möchte. Deswegen nimmt man dann. Nimmt man dann den Schmutz selber so in den Mund. Guckt euch das mal an! Aus der Kniebeuge raus hat er mich. So. Ernsthaft. Das gibt's nicht! Danke! Leute, ich sag euch eins, das ist meine absolute Hassfolge. So. Okay. Wäre auch zu schön gewesen. Ja! Endlich, Herrgott. Meine Güte. Oh. Er ist doch echt schon zum Mäusemelken, der Typ, oder? Werde nicht aufgeben, ich nicht meinen Freund gerecht habe. Okay, beißen. Ja, ist klar. Nein. Na komm.
Tschüss. Ich hasse seine Attacke. Weg mit dir! Nein, 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 nein. Yes! Ich hab's geschafft. Danke. Jetzt kriegen wir wieder die Story schnell vorgespult, weil es ist so viel Text. Man möchte wissen, warum möchte er seinen Freund rächen? Du bist viel stärker als zuvor. Also erinnerst du dich an mich, Bison? Erinnerst du dich, wie du meinen Freund Charlie umgebracht hast? Wenn du hergekommen bist, um Vergeltung zu üben, nur zu, erledige es. Nein, ich bin kein Mörder wie du. 3 Tage später. Ruhe in Frieden, Charlie. Ich weiß jetzt, dass Vergeltung dich nicht zurückbringen würde. Als ich von Rachsucht besessen war, hat es... war geil. Julia! Er ist Julia! Julia, Julia, who the fuck is you? Julia Chandalo, ist Vergangenheit. Der Kampf ist vorbei. Bitte komm nach Hause zurück. Ach, so geil. Nicht Julia. Wir lieben dich, Papa. Wenn du bereit bist, zu uns zurückzukommen, sind wir bereit, dich dir zu vergeben. Nicht länger von Vergeltung getrieben, widmet sich Geil einem neuen Ziel. Der beste Ehemann und Vater zu werden. Und das solltet ihr auch machen, liebe Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich brauche jetzt erstmal 10 Tage Pause. Nee, Quatsch. Haut rein. Ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.